Aber sehr cool, dass die Musik da drin halt sich wechselt. Ne, von hier. Ah, das finde ich super. Riecht gut da drin, ne? Guy Brush Threepwood, as I live and breathe, how have you been? Ah, ganz okay, gut, prächtig alt. Jetzt beim Alten. Schmeiß uns gleich wieder raus. Schmeiß uns gleich mächtig raus. Ist das ein Holzvogel? Peachy, how's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Die Maden hier im Vordergrund. Da auch. Die sind überall. Oh Gott. Ihr geht es gut. Keine fehlenden Teile. Das ist... Ich meine, Inventur war erfolgreich, ne? Immer noch im öffentlichen Dienst kämpft jetzt gegen das Gebot. Das ist traurig genug. Ich habe unseren Jahrestag vermasselt. Wir sind öfter getrennt als mir lieb ist. Komm. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are up to date. No, no, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Also ein bisschen fies, dass man nicht alles von den ganzen Dialogen sich anhören kann, wenn man es halt nicht mehrfach spielt. Ich hätte natürlich auch gerne gewusst, was bei den anderen Sachen dann kommt, aber gut. Vielleicht ist das eine Motivation, das nochmal zu spielen. Die Atmosphäre in der Bar ist anders als früher. Diese neuen Piratenanführer scheinen echt Idioten zu sein. Habe ich schon erwähnt, dass ich das Geheimnis von Monkey Island finden werde? Ich glaube, ich gehöre dem... Was? Ich höre den Gesundheitsinspektor. Weiter mit der guten Arbeit. Na komm. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Frankly, I'm terrified of them. On the plus side, they have more disposable income and better hygiene than the old crowd. Die Frage ist, ob die Suppe besser wird, wenn sie ihn reinschmeißen oder nicht. Okay, ich komme noch alles anquatschen. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey. Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did. That's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm thinking I'll steal one. As far as I know, the only ship out there is LeChuck's. Even better. Two birds with one stone. Bold, I like your thinking. Wollt ihr LeChuck da runterschmeißen, oder wie? I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Ob wir das zu unserem Vorteil noch brauchen? Keep up the good work. Thanks. Will do. Wenn wir das nochmal benutzen können. Mob bewundern? Anbieten, beim Saubermachen zu helfen. Ach Quatsch, wir sind noch Greg Guybrush, als ob wir das machen würden. Vielleicht ein Verwandter. Igitt Maden. Looks like a mugshot. Looks like a mugshot. Fahndungsfoto, okay. Active little guys, aren't they? Mhm. Well, it's definitely a mob. Will you advance me the down payment on a ship if I help you clean up? Put that down before you hurt yourself. What? Clearly, there's a lot you don't know about mobs. Honestly, I think I prefer to keep it that way. Nicht, dass am Ende noch alle sterben. Am Ende ist es schmutziger als vorher. Ranzige Lebensmittel. Okay. Igitt. Ich weiß nicht, warum er Angst vor dem Inspektor hat. Ich habe keinen besseren Schimmer. The food is more exciting when you can smell the risk. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Das ist sehr lokal, die sind sogar in der Küche gewachsen. Ja, noch kürzer können die Lieferketten halt überhaupt nicht sein. Was ist das hier? Weiß ich nicht. Küche verlassen. Können wir nach draußen. In der Nähe des Herdes stellen. Pleasantly scorching hot. Nochmal sprechen? Also, okay. Keep up the good work. Thanks. Will do. Thanks. Gehen wir nach draußen. Tür schließen kann man auch. Okay, man schließt sie von innen. Okay. Schön, dass das hier auch im Wackeln ist. Holzmöwe. Und die Schnur untersuchen. Ich kann immer eine Schnur gebrauchen. Okay. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Die alten Möwen.
I think someone tried to secure a boat with this. Ja, okay. Also wenn das Boot nicht 100% aus Schnur besteht, dann ist das Boot, glaube ich, nicht mehr da. Ey, wir haben Inventar. Was wäre ein Inventar, wo man nicht... was wäre ein Point-and-Click, wo man nicht mindestens eine Menge Zeugs damit nimmt? Okay, Schiff finden oder besorgen. Aha. Geheimnis von Monkey Island finden und in glorreichen Zeiten nochmal durchleben. Ich vermute, die Ausrufezeichen sind die wichtigen Sachen. Interessant, dass auch die To-Do-Listen-Zettel jetzt anders aussieht als vorher. Ich meine, es gibt halt auch Nebenquests, ne? Also Kleinigkeiten, die man nebenher machen kann. Ich vermute mal, dass die denn kein Ausrufezeichen haben. Was haben wir hier denn noch? I've got a few coins for incidentals. Ein paar Münzen. The pen is mightier than the sword. Hochmoderner Stift. Das ist eine Feder. It's hopeless. Das ist sehr hoffnungslos. Also es ist, das sind mindestens 5 verschiedene. Okay. Tür schließen. So, Koch. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll, deswegen versuche ich es auch gar nicht erst. Es ist ja bei vielen Point-and-Clicks oder bei vielen Spielen, dass man irgendwas machen kann, aber man hat noch keinen blassen Schimmer, warum eigentlich. Das kann manchmal ein bisschen eigensinnig sein, wenn eigentlich irgendwo ein Rätsel gewesen wäre, aber man hat es schon vorher gelöst, obwohl man nicht wusste, dass das ein Rätsel ist. Das kann passieren. Auch finde ich es immer schwierig, wenn man erst den Schlüssel zu irgendwas findet und dann das Schloss, wofür man es benutzen muss. Ich finde es dann immer erstmal nett, wenn man erst vor der geschlossenen Tür steht und dann die Motivation kriegt, ey, ich brauche einen Schlüssel. Und dann muss man den suchen. It's those three clowns at the back table. Oh. Na gut. Ich weiß nicht, ob die jetzt was Neues zu melden haben. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Okay. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Ha! It'll turn out to be a t-shirt or something. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Okay, das Buch ist ein bisschen offensichtlich. Ah, Sammelkarten-Quizbuch, oh Gott. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Natürlich, natürlich, natürlich. War das vorhin auch schon da? Ich weiß gar nicht. Im hinteren Teil der Scamba ist... ja, die Küche halt, ne? Keller, riesiger Wal, Angeltrophäe, Küche. Ey! Ah, ist das jetzt hier... Müssen wir jetzt beweisen, dass wir das Spiel gespielt haben, oder was? Okay, 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 okay. 5 Seiten, 6, 7, 10 Seiten gibt's davon, okay. Ist auch ganz witzig, ne? Also ich meine, das war jetzt relativ einfach. Das hätte man auch wissen können, wenn man die vorherigen Teile kennt. Aber die Idee ist nicht schlecht. Ist halt die Frage, ob man da spezielle Karten dann finden muss. Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. But really? Don't be ridiculous. Nice hat pin. Okay. Beat it, creep. Was hast du gesagt? Nice hat pin. Beat it, creep. Achso, beat it, creep. Okay, ich kann es nicht mit anderen Leuten benutzen, okay. Also ich kann es auch nicht im Inventar, also das kann ich im Inventar rumziehen, das hier nicht, okay. To-Do-Liste auch nicht, okay, alles klar. Da müssen wir mal rausfinden, wie das mit den Sammelkarten oder mit den Dingen jetzt funktioniert. Ich will immer noch die Leertaste drücken. Zur unteren Straße machen wir das. Oh, ist es Elaine? Das ist Elaine. Elaine? Guybrush! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! Oh, ich hätte gehofft, dass du diese Geschichte auftauchen würdest. Oh. Wie läuft dein Projekt zur Skorbutprävention? Ah, ist das jetzt hier aufgetaucht, weil wir das vorhin ausgewählt haben oder wäre das sowieso passiert? Du hast nichts. Wäre halt auch interessant in dem Moment, wenn man quasi ein Spiel selbst mitbestimmen kann in der Form. Nur, dass man es halt nicht merkt, dass man irgendwelche Sachen vorher auswählt in irgendwelchen Dialogen und später gibt es dann Rätsel, wo das dann Part davon ist. Du hast nicht zufällig ein Schiff dabei? In ihrer Hosentasche? Sie ist eine Frau. Die Hosentaschen bei Frauenhosen sind immer nur aufgenäht oder viel zu klein. Das ist unrealistisch. Du hast nicht zufällig ein Schiff dabei? Ich erinnere mich daran, wie lange wir schon verheiratet sind. Eine halbe Stunde. Oh. I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. Oh. Schnulz. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives.
I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Ich find's cool, dass das Gesicht da schon fast dreidimensional aussah gerade. Weil sich alles schön quasi in der richtigen Bewegung verschoben hat. You wouldn't happen to have a ship with you. No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never hurts to ask. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. The new local leadership was less than supportive. Why don't you ask around at the docks? I'm sure you can find something. Thanks, I'll try that. Okay. Ist das... Nee, das ist nicht sie, oder? Das ist Carla? Klingt, als hättet die beiden Captain Madison kennengelernt. Hätten wir beide? Okay. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Ich finde die Sprecher gut. Vor allem, es hat auch ein gutes Timing hier, die ganzen Sachen. Gibt ja Spiele, bei denen die Dialoge, wo da immer zwischendurch dann halbe oder ganze Sekunde dann Pause ist zwischen den ganzen Dingern. Das, ne, dass die Leute, da, dass das vorwiegend, blablabla, ich sage was. Oh, ich reagiere jetzt. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Das ist halt, es fühlt sich halt nicht dynamisch, nicht flüssig an. Von daher, das ist hier schon gut. Die reden in einem ordentlichen Tempo. Ist gut, gefällt mir. Ich muss jetzt los. Du musst wahrscheinlich los. Ich fühle mich schon besser, wenn ich nur mit dir rede. Oh. Wir sollten nicht so viel schnulzen, oder? Aber machen wir das. I feel better just talking to you. Me too. Kitsch. Ich muss jetzt los. Ah. You've probably got to get going. You say goodbye first. Oh, nein, du sagst jetzt Tschüss. No, you say bye first. No, you say bye first. Oh Gott. No, you say bye first. No, you say bye first. Wie lange kann man das machen? Gibt's eine Errungenschaft? No, you say bye first. Okay. Bye. Oh, Mist. Bye. Oh. Wie lange kennen die sich schon? Statue kritisieren? The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Oh. The problem with this statue is it's not a statue. Ich vermute, die werden sich noch wieder verkrachen und ärgern und nicht mehr ganz so schnulzig miteinander sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Was? Skizzenhaftes Graffiti? It doesn't look finished. Was hätte das auch werden sollen? Eine schlechte Version von Tic-Tac-Toe? Flugblatt lesen, Flugblatt nehmen. Wir gehen pleite. Oh, nicht der echte Voodoo-Laden. Nicht die Voodoo-Lady. Die war doch in jedem Teil bisher wichtig. Ah, sieht schon cool aus hier. Wie gesagt, ich mag den Zeichenstil. Hey, es ist Willy. Was ist Wally's Maps and More? Schild lesen. Wally's Maps and More betreten. Was gibt's noch alles? Quizkarte nehmen. Das ist eine Quiz. Oh Gott, das ist jetzt die Sammel. Das ist okay. Das ist die Sammelgeschichte hier für unser Quizbuch. Das ist okay. Da muss man auch erstmal drauf achten. Auf diese kleinen Kärtchen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Finde ich immer eine schöne Sache für Point-and-Clicks. Gibt es ja mittlerweile doch bei einigen, dass man eine Art Wimmelbild-Aspekt dabei hat, dass man halt belohnt wird, wenn man sich die Screens genau anguckt. Und entsprechende, bei Thimbleweed Park konnte man Staub sammeln. Das waren einzelne graue Pixel, wo es 100 Stück von gab. David Grossman begann seine Arbeit bei Lucasfilms Games im Jahr. Oh Gott, kann man da falsch liegen? Das Spiel kam, glaube ich, der erste Tag kam 92 oder 93 raus. Das heißt ja nichts. Ich bin für 89. Ey, ich habe geraten. Ich habe vollkommen geraten. Oder vielleicht stimmt es auch gar nicht, aber das ist jetzt ausgewählt, weil das ist, was wir angeklickt haben. Aber hey, nice. Jetzt lernen wir auch ein bisschen Trivia, auch ein bisschen Hintergrundkrams hier. Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. Ah, zumindest kann man dadurch sehen, ne? Das ist quasi von den beiden Originalmenschen von den ersten Teilen halt gemacht. Das ist ungeschrieben, das ist schon hübsch. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Muss sicherlich auch witzig gewesen sein, als sie sich zusammengetan haben, und um tatsächlich ernsthaft drüber nachzudenken über das Spiel. Vor allem, hey, weißt du noch damals, vor 30 Jahren? Muss interessant gewesen sein.
Oder fast 30. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back okay. Short. Wir haben eingeschränkt, den Screen eingeschränkt, wo wir hin können. Das ist sehr gut. Damit, ne, damit man nicht zu viel auf einmal dann zu machen hat. Schade, dass man hier nicht rein kann in die Türen. Schild lesen. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. Okay, ist das die Zeit? Oh yeah, that clock has been broken for decades now. Auch in stehen geblieben Uhr geht zweimal am Tag richtig. Oh, jetzt wird's noch kitschiger. If any clock were the exception to that rule, it would be this one. If any clock were the exception to that rule, it would be this one. Also man muss das lesen, damit seine Antwort Sinn ergibt. In Ordnung. They're having a half-off sale. Yay. They're having a half-off sale. Yeah, yeah. Well, the voodoo here must be authentic, culturally and historically accurate. The sign says so. Das ist wichtig. Wie, oh nein. Achso, das geht, also das Platte gehen, wie beruhigend. Well, the voodoo here must be off. Finde ich ganz witzig, dass quasi das hier so eine, dass der Mauszeiger eher so eine Kommentarfunktion ist. Das ist cool. Going out of business? This place is an institution. Naja, wenn er keine Kunden hat. Going out of business. Entweder keine Kunden haben oder keine Nachfolger. Das meinst du, dass so die beiden Konzepte zum Aufhören oder auch keinen Bock mehr haben. Auch das kann passieren. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Aww. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Ja, zu Recht. So ein Unsinn. Haben wir hier alles? Ich glaube, ne? Ich werde mal gucken, wie hier hinten ist ja noch das Anwesen, ne? Rüber zur oberen Straße. Ach nee, komm, ne, das stimmt, stimmt. Schön, wie hier alles vernagelt ist. Die Details. Noch nur Sinn ist. Ich glaube, alle Läden sind eher schlecht bei, oder? Schlecht dran? Brummel? Mit der alten Frau sprechen? Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Die klingt wie die Hexe, wie die Kräutertante aus Diablo 1, die auf der Insel da ganz rechts im Town ist. Once you have a key, you've got to open the door. Klingt tatsächlich sehr ähnlich. Was ist denn das? Ist eine Katze und ein paar Vögelchen. Schlüssel soll man haben? Gasterkunden? Nein. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Aber geht jetzt Millie einen den Bach runter hier, oder was? The note says, das ist natürlich blöd. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Ah, das ist doch, das kann alles möglich sein. Zum einen Harry Potter, zum anderen, oh Gott. Ist ja gut, so eine Pyramide ist jetzt nicht kompliziert. Hat halt auch ein bisschen was von Cult of the Lamp oder hat auch was von der Pyramide von Gravity Falls, solche Dinge. Und noch eine Quizkarte. Es ist ja die Frage, ob auf jedem Screen eine Quizkarte ist. Das heißt, man müsste auch, wenn man auf einen neuen Screen kommt, erstmal so lange suchen, bis man die gefunden hat. Was haben wir denn hier noch? Was steht auf dem Schild am Affenkopf? Oh Gott. Ich glaube, Warnung giftige Schlangen, oder? Ruhestätte von Schasch... Schaschrick war das, genau. Miss. Okay, das passiert also. Oh Gott, und jetzt? Oh Gott. Habe ich jetzt keine Chance mehr, oder was? Ist sie jetzt woanders? Hallo? Oh nein, nicht, dass ich jetzt... Ich kann das nicht mehr vollständig machen. No! Gut, es wäre eh nicht passiert, aber trotzdem. No! Ha, müssen wir rausfinden. Nicht, dass es dann hier noch mehr Kärtchen gibt. Ja, wie gesagt, es wird sowieso nicht alles vollständig sein hier. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Genau. Also ist sie da oben nur Deko? Gucken wir mal hier rein. Erinnerung. Aww, this is where I risked my neck for Elaine. And she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Aber so richtig, hier geht wirklich alles den Bach runter. Es ist ein bisschen traurig, das zu sehen. Ich bin jetzt auf der Suche nach, ob die Karte hier noch wieder irgendwo auftaucht. Die Schlösserin besuchen. Ah, okay. Erstmal gucke ich hier. Gefängnis besuchen.
Nochmal kryptisches Graffiti. A visitor! Wait. Guybrush Threepwood? Ha ha! Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Yep. Not at all. I was in the other cell that time. That stimmt, that stimmt. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Ich finde es immer schön, wenn Spiele sich bewusst sind, dass sie halt nur Spiele sind, ne? Dass sie auch mal einen Fourth Wall Break machen, eine vierte Wand kaputt machen und einfach mal so ein Augenzwinkern machen. Große Neuigkeiten. Ich bin auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Er sieht schon ein bisschen anders aus. Oder? Aber das stimmt, er war auf der linken, in der linken Hälfte. Meine ich zumindest. Ich würde jetzt nicht meine Niere drauf verwetten. Wofür haben sie dich diesmal eingesperrt? Ich nehme an, du wirst noch hier sein, wenn ich zurückkomme. Wahrscheinlich nicht. Ah. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time. And I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I'm told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors? Imagine that. Zeldor, das ist so diese Spieleserie von Nintendo. Zeldor, The Wind Waker oder Breath of the Wild. Ich erinnere mich. Aber wie haben wir Otis damals, warte mal, wie haben wir den damals befreit? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Dabei haben wir es echt erst vor einem Jahr oder so gespielt. Oder ne, vor anderthalb vielleicht. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Okay. Mir ist aufgefallen, dass du nicht gesagt hast, für welche Verbrechen sie dich eingesperrt haben. Das ist richtig. Ich nehme an, du wirst noch eine Weile hier sein. Ja, komm. I noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Viel besser. Blumen aus dem Garten der Gouverneure zu pflücken, klingt nach einer unklugen Entscheidung. Naja, zumindest ist er jetzt eingesperrt, aber so weit wie die ganzen Gitterstäbe auseinander sind, sollte er sich eigentlich auch so durchquetschen können. Und hier ist das genau falsch rum, ne? Er müsste eigentlich das auseinanderbiegen und nicht nach innen. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number three priority. Thanks. Pudding am Bord ist gut. Watch your boots in here, son. It's like a swamp. Die Türen haben Rollen dran. Glaube ich zumindest. Oder was anderes zumindest. Wichtige Informationen. It says jail rules. One, no escaping. Ah, das ist überschaubar. It says jail one. Überschaubar, sehr gut. Gut, nochmal keine Pause-Taste. Eine unansehnliche Gefängnislampe. How's your day going? At least the jail is well lit. Yeah, but the better I can see it, the worse it looks. Warum kann man die Lampe angucken? Gefühlt muss man bei allem immer im Auge behalten, like dass nicht Teil eines Rätsels wird. That's nice. Wir suchen gerade mal hier eine Sammelkarte. Wäre fies, wenn wir die von Charakteren bekämen, nachdem wir was mit denen gemacht haben. Da ist die Quizkarte. Also fies. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Wenn ich nichts weiß, dann werde ich es auch nicht beantworten. Das ursprüngliche Monkey Island wurde erstmal veröffentlicht auf... Oh Gott, ich habe keinen besseren Schimmer. IBM PC. War das am Anfang? Nee, war das Amiga-Spiel? Nee, C64 war das nicht. Meine ich. Gab es damals schon einen IBM PC? Gab sie damals schon? Gut, das war halt unter DOS damals. Ne? Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich möchte mir nicht zu viel riskieren hier. Mit Stanley-Verkäufer von Gebrauchsschiff sprechen. Machen wir das beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Return to Monkey Island. Ich bin mir sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Bisher gefällt mir es echt gut, muss ich sagen. Sehr, 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 sehr nett. Bis zum nächsten Mal. Dann quatschen wir mit Stan.
Word of advice, kid. Stick to the narrow straits.